Hallo Eisenbahnfreunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf meiner dritten Landkarte bei Transportfieber 2. So, und wir sind hier in den wunderschönen Dresdner Bahnhof, der einen Mittelbahnsteig hat, also der mehrere Mittelbahnsteige und zwei außenliegende Bahnsteige bzw. mehrere außenliegende Bahnsteige, der wirklich sehr, sehr schön ist. Von der Mod her ist das für mich ein sehr schöner Bahnhof. Genau wie der Leipziger Bahnhof, also alle, also ich will ja keinen irgendwie bevorzugen, aber das Spiel ist im Großen und Ganzen super gelungen. So, und wir haben als letztes eine Strecke nach Berlin gebaut. Und in Berlin, da wollen wir, was wollen wir denn eigentlich hier fahren? Werkzeug, ach ja, das fährt erst los. Nahverkehr haben wir gemacht in Berlin und haben wir sogar gegenläufig. Da brauchen wir uns nicht weiter drum zu kümmern, aber wir müssen langsam mal hier Öl irgendwie produzieren und ich sehe gerade, hier haben wir eine Ölquelle und hier, das können wir hierher fahren. Und dann fahren wir das zurück. Hier runter. Damit wir hier die Ölquellen anschließen. So. Also. Einen großen Bahnhof. Güter haben wir bloß diese. Dann nehmen wir, machen wir 6 Gleise. 320 Meter muss reichen. So, dann drehen wir uns das, wie wir es brauchen. Wir wollen so rausfahren. So, dann stellen wir den hier her. Da haben wir schon mal einen Bahnhof. Den tun wir natürlich ein bisschen ausbauen. Mit großen Gütergebäuden. Das waren daneben. Wir brauchen hier wahrscheinlich viel Lagerkapazität für das produzierte Öl. So. Und da können wir schon mal anschließen die Straße. Ja, da werden wir wohl mit einer kleinen Straße durchkommen, gerade so. Das wird nicht gehen. Ja, dann machen wir hier ein Stückchen Straße. Hier lang. So weit wie wir kommen. Und da haben wir das Teil angeschlossen. Ne, hier hätte ich gerne eine kleine Kurve. So sieht doch das schön aus. Damit das hier nicht so leer ist, fahren wir hier noch dran vorbei. So. Dann können wir hier rum einen Bahnhof stellen.
Dann müssen wir Kompromisse eingehen. Ich hoffe, wir kommen noch ran mit den Straßen. Den bauen wir natürlich auch vollkommen aus. Halt. So. Konfigurieren. Erst einmal Kleinzeug weg. Und da kommen große Lagerhallen hin. Dass wir ein Maximum an Lagerkapazität haben. Eigentlich hätte ich hier gar nicht so viel Spuren gebraucht. Naja. Vielleicht müssen wir dann doch später mal hier noch durchfahren. Da macht sich das ganz gut. So. Jetzt schließen wir den an. Mit einer Straße. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie weit wir hier rankommen. Ja, da sind wir hier sogar noch verbunden. Perfekt. Also ist der angeschlossen. Ja. So, da haben wir den. Und den wollen wir auch gleich. Ja, das machen wir. Da machen wir hier. Neben der Elbe. Obwohl, neben dem Fluss, mal gucken, wie wir platzmäßig hinkommen mit den Großen. Ja, noch ein Stückchen reindrehen, dann machen wir parallel zum Fluss. Ich würde sagen, so. Müsste es hinhauen. So, den bauen wir natürlich auch vollkommen aus. Erste Mal das kleine weg. Und große Lagerhallen. Oh, jetzt haben wir. Ach, jetzt kommen wir hier mit großen Lagerhallen nicht hin. Ja. Das müsste auch so reichen. Dann können wir kleine hinmachen. Nee, nur die ganz kleinen. Die gehen auch noch. Ja, dann machen wir die hier. Ja. So, noch ein Stückchen Straße. Und da ist der angeschlossen. Jetzt brauchen wir Gleise. Gleise ohne Ende. So, wir gehen erstmal gerade raus. Zack, zack, und das geht weiter, gerade. So, und jetzt machen wir das wie bei jedem sechsständigen Bahnhof vom Gegengleis dort rein. Und so rum dort rein. Und dann suchen wir uns hier den Punkt, dort rein. Und da rein. So, und schon ist der Bahnhof angeschlossen. Ich hoffe, die Weichen. Ja, das sieht gut aus. Das geht. Und jetzt müssen wir hierher. So, jetzt machen wir hier auf der Seite das Gleiche. Erstmal gerade raus. Dann gehen wir gleich noch ein Stückchen weiter gerade. So. Und ich denke mal, hier können wir rausgehen. Und was sagt die Weiche? Ja, geht.
alles gut. Aber mir fällt da gerade was ein. Wir haben die DKWs vergessen in dem anderen Bahnhof. Die müssen wir natürlich noch setzen. So, das bedeutet bei diesem Bahnhof genauso. Wo? Hier. Das. Und das. Und hier haben wir. Ne, die nicht, die. So. Dass die überall reinkommen. So, jetzt sehen wir das Gleis und fahren hier weiter geradeaus vorbei erst einmal. Da geht es dann später mal weiter und mit denen fahren wir hier rein, ungefähr hier. Was sagt die Weiche? Das sieht nicht gut aus, also müssen wir das so machen. Ja, das ist okay. So, und das muss ein Stückchen gerade runter. Ja, das war fast zu viel. Probiere ich das mal mit Shift und ein Komma, nein, ein Punkt. Punkt, das ist zu hoch. So ist es okay. So, und das zweite Gleis folgt zugleich. Jawohl. Und jetzt nehmen wir das hier und schließen das hier an. So, dann haben wir schon mal die Bahnhöfe verbunden und jetzt machen wir das gleiche hier. Lass du mal gerade raus. Hier ist es gerade. Und noch ein Stückchen weiter gerade. Ja, wenn das merkt man dann. Wir müssen ja erst einmal gucken, wir werden hier, ja, das passt, und von hier, ah, das geht nicht, da habe ich vielleicht, jetzt geht's. So, ich hatte von hier rausgegangen, okay. Was sagen die Weichen? Die sind perfekt. Dann nehmen wir noch die hier. Und das. So, die DKWs aktivieren. Alle beide aktiviert. Und da können wir sogar eher in die Kurve gehen. Da kommen wir die Straße nicht groß ins Gehege. Dann können wir sogar noch weiter zurück. So. Dann nehmen wir die Innenkurve und da hätte ich gerne eine 120. Ja, die haben wir. Wo müssen wir hin? Dort hoch. Also, wenn wir hier eine 120er Kurve machen, kommen wir optimal rum. So, das sieht alles gut aus. Dann bauen wir schon mal hier, wie immer, erstmal gerade raus. Hier schnackt's. So, und das Ganze nochmal weiter gerade. Na, wo ist es? Hier. So. Und jetzt gehen wir von hier dort rein, von da dort rein
und von dem dort und dort die DKWs aktivieren. So, das haben wir. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen Gleis. Jetzt müssen wir ja hier rüberkommen. So, wie sieht das aus? Das sieht okay aus. So, das zweite Gleis. Bahnübergänge. Oh, hier kreuzen wir einen Zug. Das ist natürlich nicht gut. Ich dachte, das war eine Straße. Ja, was machen wir da? Hier müssen wir eine Brücke bauen. Das wird so nichts. Dann müssen wir eine Brücke bauen. Und zwar Gleise 1, 2, 3, 4 nach oben. Ja, dann machen wir hier so. Aber das machen wir gerade. Und das ist hoch genug. Wir müssen dort rein. Klein Tick. So. Und was nehmen wir von der Brücke? Wir nehmen die hier. Ja. Passt. Oder so eine Stahlträger. Wenn wir die noch ein Stückchen länger ziehen, kriegen wir vielleicht noch einen Pfeiler. Ja, machen wir so. So, jetzt ziehen wir das hier runter. Und das füllen wir auf. Und da haben wir das eigentlich mit einer Brücke gut erledigt. So, das zweite Gleis. Und hier reißen wir was weg, damit wir hier runterkommen, beziehungsweise hoch. Ja, hier, der Bahnübergang geht es nach oben. Hier füllen wir auf. So, da haben wir eigentlich die Strecke fertig. Jetzt brauchen wir bloß noch Signale. Einmal Signale. So. Ein Block. Noch ein Block. Dann einen Wegpunkt zum Läuten. Für die Straße, für den Bahnübergang. Dann nehmen wir hinter der Brücke den nächsten Block. Ah, das war nicht so gut. Das verteilen wir mal in die Mitte hier. Und dann nehmen wir die Signale wieder weg. So, dann fahren wir hier weiter. So, ist es hier, ist es zu Ende. Ein Block. Noch ein, warte mal, jetzt kommen wir hier rein. Da brauchen wir natürlich ein paar Signale. So. Noch ein Block. Kommt schon die Bahnhofseinfahrt.
Ja, dann haben wir, dann brauchen wir ein Zuführungsgleis. Wenn ich hier rausgehe, dann muss ich ein Stückchen höher gehen. Das ist zu hoch. Jetzt nehme ich Shift und M. Nee, mit dem Komma. Und noch zwei. Ja, das sieht gut aus. 100. Okay, das können wir nehmen. Und das zweite Gleis. So, und das bleibt oben. Nein, wir wollen auf die 120 und aufschütten. So. Ah, das wird nicht so einfach mit der nächsten Brücke. Weil hoch genug sind wir. Dann nehmen wir die wegen den Pfeilern. Ich könnte mir vorstellen, dass wir jetzt gleich ein Pfeilerproblem kriegen. Nee, doch nicht. Okay. Jetzt können wir wieder runtergehen. Ja, das wird zu hoch. Dann fahren wir ein Stückchen runter. Wie weit ist es bis zum Fluss dorthin? Mal sehen, ob es funktioniert. Oh, das ist gerade so. Ah, kann man runter. Wir wollen doch oben bleiben. Ich wollte hier rein irgendwo. Und zwar hier wollte ich raus. Wir müssen das mal noch ein Stückchen runterziehen. Hier so eine Kehrtschleife machen. Ah, das machen wir so. Das zweite Gleis. So, und das Signal kommt noch mal weg. Und da gehen wir hier raus. Mit nur 120. Was sagt die Weiche? Oh, das sieht nicht gut aus. Mit Shift und Punkt kommen wir hoch. Ja, das sieht gut aus. Perfekt gebaut. Oh, ich baue die ganze Zeit mit Oberleitung. Naja, ich wollte nicht mit Oberleitung bauen. Naja, jetzt bauen wir mit Oberleitung, das hilft nichts. So, jetzt müssen wir das irgendwie verbinden hier. Ich muss hier runterkommen. Und hier rum. So, dass wir eventuell hier noch eine Straße durchkriegen. Ja, das geht nun mal nicht anders. So. Da sind wir nämlich verbunden mit dem Depot.
Jetzt brauchen wir hier noch eine Signalisierung. Das haben wir. Hier kommt auch noch ein Signal hin. Dann machen wir hier noch ein Zwischensignal. Einen kleinen Block. Und jetzt geht's hier weiter. Das ist ja momentan bloß ein Überführungsgleis. Eigentlich ist das viel zu groß gebaut. So, und hier kommen wir rein in die Strecke. So, dann brauchen wir eine neue Linie. Und zwar... Hier fahren wir hin zum Entladen. Alles entladen. Wir fahren hier durch. Halt. Da fahren wir durch. Da fahren wir durch die... Was ist das? Die 6. Darf auch die 5 nehmen. Laden, Rohöl. Und fahren weiter. Halt. Hierher. Und da möchte ich gerne... Ja, dann nehmen wir auch die 1 und 2. Die 1 und die 2 und hier soll er vollladen, maximale Wartezeit, Öl. So, und das ist Güterzug, oh Schatz. Dann brauchen wir einen Zug. Was kriegen wir denn für unseren, für einen schönen Zug? Haben wir schon neue? Im Diesel haben wir auch noch nichts, noch nichts. Wir brauchen ein bisschen was Kräftiges. Dann müssen wir die nehmen. Da brauchen wir 2 Stück. Und dann brauchen wir Öl. Da haben wir die mit 80. Naja, gut. So, wir wollen viel Öl transportieren. Oh, das ist ja Wahnsinn. Kriegen ja fast 200. Und dann nehmen wir das. 2-mal kaufen. Und auf die Linie OZ, Güterzug OZ, Rohöl 1. Blub hat's gemacht. Da kommt er raus. Kein Ende. Ja, da kommt der Kollege Altesef, den ich noch nicht durchgekommen habe. Let's go.
Mutz rausgeschmissen. Und da sind Signale flöten gegangen. Da müssen wir mal noch ein paar neue setzen. So, da haben wir die schon mal ersetzt. Und da können wir wieder einen wunderschönen Dampfzug zuwenden. Aber was mich stört, ist die Oberleitung. Jetzt bin ich ganz verdreht. Die werde ich jetzt erst einmal eliminieren. Die passt hier nicht. Wir wollen keine Oberleitung für unsere Dampfzüge. Ich glaube, ich habe die ganze Strecke so gebaut. Ja. Naja, bauen wir erstmal in die Richtung. Ne, dann wird das wieder aktiviert. Jetzt ist das noch. Und was ist da blau? So, hier ist alles rot. Dann gehen wir in die Richtung. Müssen wir näher ran. So, dann haben wir die noch. So, jetzt haben wir das. Und hier lagern schon Rohöl. Wo ist unser erster Zug? Der fährt. Thank you.
rum. Der Sound ist eigentlich super, also das. Ne, da fahren wir noch mal mit. Ja, das ist so ein schönes Bild hier. Das muss man mal fotografieren. Das ist doch klasse. Im Hintergrund der Fluss. Und unser neuer Ölzug. So, wieder. Doppeltraktion vorne. Gedacht.
4 Meter. Ja, sehr schön. Okay, die Linie steht. Jetzt müssen wir das raffinierte Öl in die hierher bringen. Und dann müssen wir auf diese Strecke kommen. Und da bauen wir einfach hier eine Verbindung. Oder es ist gar nicht so weit, dass man das, ja, wir können nur mit der Eisenbahn hier das transportieren. Ja, ein Bahnhof als Sackbahnhof, aber bloß 4 Gleise. Dann müssen wir noch drehen. Ich denke mal, so kommen wir hin. So, der kriegt natürlich volle Terminals. Ah, hier hinten geht es einen Berg hoch. Obwohl. Wir liefern an aus einer Linie und können 3er abfahren. Ja, das geht. Das reicht. Oh. Wieder eins erschüttet. So. Und jetzt brauchen wir ein Stückchen Straße. Und wollen hier die Straße. Ja, da kriegen wir Kollision. Das wollen wir nicht. Wir wollen aber hier eine breitere Straße haben. Und da kommen wir nicht rein, weil wir das sowieso wegreißen. Halt. So. Ja, das nehmen wir auch nochmal weg. Und dann nehmen wir die Straße. So. Und dann nehmen wir eine kleinere Straße und schmuggeln die hier runter. Kollision. Da brauchen wir gerade. Kommen wir ganz gut ran. So, und hier auch. Ne, perfekt. Und da gehen wir. Ja, da könnten wir eigentlich hier vorne gleich mit rausgehen. Und gehen hier gerade rein. Ja. Sonst haben wir hier auch hier. Halt, so, dann nehmen wir die nochmal weg. Dann brauchen wir Gleise. So, und dann ziehen wir von hier noch mal raus. Aber wir gehen hier nicht hoch. Das sagt die Weiche.
Nee, das sieht noch nicht gut aus. Da müssen wir mit Shift und einem Punkt, nee, mit dem Komma noch ein Stückchen runter. So sieht das besser aus. Da haben wir zwar bloß noch 80. Mit 82. Aber wieso ist das so tief? Ja, weil das wirklich hoch geht dort. Und wir haben neue Fahrzeuge bekommen. So, und wo ist denn die Weiche? Hier. Und das zweite Gleis. So. Und jetzt zum Bahnhof. Ja, da gehen wir gerade raus einfach. Das machen wir mal anders. Wir müssen erstmal ein bisschen planieren. Dass wir das hier gerade kriegen. Dann die Gleise. Da geht's gerade. Das zweite Gleis. Noch ein Stückchen. Hier wackelt's nicht mehr, das Gleis. Da ist es dann gerade. Und da machen wir einfach Kreuzungsweichen rein mit 120. So, und ich sehe gerade, ich baue schon wieder Oberleitung, was ich aber eigentlich nicht möchte. So, das machen wir gleich mal weg. Und da habe ich hier vorne auch Oberleitung gebaut. Hier ist noch ein, noch ein Abschnitt, der hat auch Oberleitung, möchte ich noch nicht, wir sind noch im Dampflok-Zeitalter. So, Gleise, hier oben geht es weiter, die haben wir gekreuzt, dann kommt die nächste gerade raus, so, das ist gerade. Und das zweite Gleis, dann die Kreuzungsweiche mit nur 120. Passt. Und dann brauchen wir noch ein Stückchen gerade. Kleinen Felsen malen hier. So. Und jetzt tun wir das ein bisschen abflachen. Und da war das nie vorhanden. So. Wir müssen nämlich hier ein Wartegleis basteln. Also möglicherweise. Und da fahren wir hier raus. Ich möchte gerne nur 100 raus haben. Ja, 101, 120 ist okay. Das zweite Gleis. So, und da könnte man hier noch ein Stückchen. Ja, das wird zu knapp fürs Wartegleis. Das wird zu knapp. Da müssen wir noch ein Stückchen gerade gehen. Das war der Baum. Da müssen wir noch ein Stückchen gerade gehen. So, ich denke mal bis hierhin. Das müsste reichen.
dass wir dann ein schönes Wartegleis hinkriegen. Wie weit haben wir es denn noch? Ach, noch ein ganzes Stückchen. Da kommen wir runter. So, und dann gehen wir hier vorne raus und da kriegen wir das Wartegleis hin. So, ich hatte eine 100. Und jetzt gehen wir mit dem dort rein. Perfekt. Jetzt tun wir das noch ein bisschen halt entschärfen. So. Und leise. Wir füllen auf und müssen jetzt hier runter und da kommen wir hin. Ja, das passt. Das zweite Gleis und die Signale wieder setzen. So, hier fahren wir rein. Halt. Ein falsches Signal. Wir wollen immer die Einbahnstraßensignale. So, hier haben wir einen ersten Block. Noch einen Block. Und hier geht's in den Bahnhof. Und da machen wir noch nee, das ist falsch. Das ist falsch. So, hier fahren wir raus. Wir haben ja Rechtsverkehr. Ne, das muss hierher. Dann das kann dorthin und das kann dorthin. So, und da passt dann immer hier in den, vor dem Bahnhof ein ganzer Zug hin, der da möglicherweise warten kann. So, hier haben wir die Verbindung. Jetzt müssen wir hier noch die Verbindung schaffen. Da hatte ich gesagt, wir gehen hier vom Bahnübergang raus und machen hier lang. So, dann Gleise. Ja, halt, was ist jetzt? So. Jetzt haben wir natürlich hier da müssen wir mal wieder mit Shift und ein Punkt 1, 2. Ja, das sieht gut aus. Na, gehen wir mal 1 hoch. 1 runter. Na, 1 hoch. So sieht es besser aus. Gekauft. Und das zweite Gleis. So, dann könnten wir hier reingehen. Beziehungsweise rausgehen. Kriegen wir denn an Geschwindigkeit? Eine 90. Das sagt die Weiche. Nicht gut. Shift und Punkt. Naja, noch 1 hoch. Ja, so ist besser. So ist besser. Gekauft. Zweiter Gleis. Und jetzt müssen wir das hier mit dem anderen verbinden. Mal sehen, ob wir da rankommen. Ah, da kommen wir genau über die Kreuzung hier. Ne, das legen wir um. Das legen wir um. Ganz einfach.
Eisenbahn hat Vorrang. So, dort rein. Okay, passt. Und das zweite Gleis. Passt. Jetzt brauchen wir ein Stückchen Landstraße. So. Und jetzt brauchen wir noch Signale. Signale. So, wir müssen hier ein Signal hinsetzen. Da. 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 Dann brauchen wir einmal läuten. Und nochmal läuten. Und dann kommt der erste Block. Und noch ein Block. Und dann können wir noch einen Block machen. Und dann kommen wir hier rein. So. Und schon haben wir, ach nee, hier müssen wir ja dann, wo wir ausfädeln, ne, die Signale haben wir schon gesetzt. Dann können wir hier neue Linie einmal von hier, und da hätte ich dich gerne in die 6 und die 5 darfst du mit benutzen. Und vollladen, maximale Standzeit mit raffiniertem Öl. So, und wie soll ich das Ganze hier runterbringen? Und der Pferder, oh, okay, passt. Und hier sollst du alles entladen. So. Dann brauchen wir einen Zug. Fahrzeuge kaufen. Und zwar hatte ich die 42, ja, eine Doppeltraktion. 80. Oder hatte ich die preußische? Nee. Die hat bloß, die ist stärker. Dann nehmen wir da eine Doppeltraktion wieder, und die Kesselwagen, andere haben wir ja noch nicht. Da fahren wir auch, ja, Kapazität 117. Dann nehmen wir zwei Züge, und dann müsste das eigentlich passen. So, auf die Linie. Haben wir. Ich habe dort die Linie gemacht, ja, hier. Linie 1. Muss man noch benennen. So, Güterzug OZ. Öl. Zur Raffinerie. So, da hat man die benannt. Jetzt gucken wir mal, wie unser Öl hier. Ja, ich kann die gar nicht ausbauen. Eigentlich hatte ich die auf Ausbauen gestellt. Hier liegt noch schon Öl rum. Aber hier kommt schon ein Zug, der Pfeifer ist voll. Da setzen wir noch einen dritten Zug rein. Ach ne, wir können ja noch was dranhängen. Wir könnten noch was dranhängen. Wir sind jetzt 228 Meter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also 7. 7 noch dran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Und da sind wir richtig lang. Da müssten wir aber noch an den Bahnhof passen, ne? Nehmen wir mal die Lok. Der ist ja fast voll. Ja, zur Not kann man noch was dranhängen. Aber perfekt abgeräumt. Gut geschätzt. So, was macht unsere neuen Züge? Die kommen über das Zuführungsgleis zu ihrem Arbeitsplatz. Ja, das könnte man hier so schon. Dass man das hier etwas steiler macht über den Fluss. Da haben wir den Bohren nicht. Aber wie gesagt, ist ja momentan bloß ein Zuführungsgleis. So, jetzt von hier. Wer wollte denn Treibstoff haben? Ich glaube, ach hier die Feuerwache. Die Feuerwehr wollte Treibstoff haben. Da könnte man, ja, ein Auto ist ein bisschen weit, eine Straßenbahn ist auch ein bisschen weit. Hier liegt viel Brot rum. Wer fährt denn hier das Brot weg? LKW Brot. Fahrzeuge verwalten. 3 Stück. Die können wir doch ersetzen. Cargo. Brot. Lebensmittel. Wir hatten doch hier, da fährt 40. Da passen 5, 7 Güter rein. Da passt natürlich ein bisschen mehr rein, wenn wir schummeln. Ja, wir nehmen den Daimler-Benz. Mit Anhänger gefällt er mir nämlich ganz gut. So. Und weil hier so viel rumliegt, tun wir die gleich noch verdoppeln. Weil das ist zu viel. Die fahren für Dresden. So, dann Zwickau wollte kein Treibstoff, er wollte den Treibstoff. Oh, Schatz, nicht. Berlin wollte Treibstoff. Aha. So, dann können wir ja hier direkt hochfahren und nach Berlin Treibstoff liefern. Ne? Die Strecke haben wir ja schon. Dann machen wir uns gleich mal eine Linie, eine neue Linie. Von hier. Und dann möchte ich in der 1, jawohl, vollladen. Maximale Wartezeit. Und nur Treibstoff. Ja, was anderes gibt es ja hier nicht. Und das Ganze soll nach Berlin. In den Güterbahnhof. Und da soll er in die 2 schön nacheinander belegen. Und hier alles entladen. So, dann nennen wir die Linie gleich noch. Güterzug. DD Treibstoff für Berlin. So, die Linie haben wir und weiter geht's in der nächsten Folge. Kann man gerade hier einen Zug? Nein, doch hier unten fahren gleich 2. Na, nehmen wir die. Weiter vorbeifahrt.
Ja, ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Und da sage ich mal Tschüss, bis zur nächsten Folge.